Und damit willkommen zu einem neuen Projekt und zwar zu Splatoon 3 Online. Ja, Splatoon 3 ist heute rausgekommen. Wir haben schon 12 Uhr den ersten Story-Part gemacht und jetzt um 14 Uhr kommt der erste Online-Part. Nächste Woche, also falls ihr hier nicht mit dabei wart in der Aufnahme, weil die Aufnahme heute sehr, sehr früh war, ihr habt natürlich die nächsten Tage auch nochmal die Chance, in Splatoon 3 Online mit dabei zu sein. Denn jetzt kommt erstmal häufiger Splatoon 3 Online. Und ich freue mich tierisch darauf. Splatoon 3 ist endlich draußen. Splatoon 2 Online ist dementsprechend ja so gut wie beendet. Es kommen noch ein paar wenige Parts. Wir machen da noch die 100 voll mit der Zeit. Allerdings, das kommt mit der Zeit. Jetzt ist erstmal Splatoon 3 Online am Start. Ein Projekt, welches wahrscheinlich sehr, sehr lange geht, bis Splatoon 4 irgendwann rauskommt. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieses Projekt wird noch laufen, wenn Splatoon 4 angekündigt wird. Wahrscheinlich, ich hoffe es doch. Aber allein sich das vorzustellen, ist schon irgendwie krank. Ja, in Splatoon 3 im Story-Modus sind wir direkt reingegangen zum Story-Part. Heute wollen wir uns erstmal Splatville so ein bisschen erstmal angucken, bevor wir in eine Online-Runde reingehen. Und jetzt die große Frage. Kann ich die Nachrichten überspringen? Vorhin im Storypart ging es noch nicht, aber da kam eh die Meldung vom Elektrowelt. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass man die da zwingend angucken musste. Wenn ich jetzt ZL und ZR drücke. So, kommen die Nachrichten? Kann ich die irgendwie überspringen? Ich drücke alle Tasten! Bitte sag mir, dass ich die überspringen kann. Bettkasten hören. Oh! Man kann die überspringen. Kuss Nintendo. Ma! Ja! Yeah. Man kann sie überspringen. Okay, das ist nice. Okay. Ich hatte wirklich gerade die Befürchtung, man kann die nicht überspringen. Weil es vorhin halt nicht ging im Story-Modus. Und jetzt wird das oben links halt in Kurzform angezeigt. Was sehr, sehr cool ist. Okay, schön, dass man die überspringen kann. Danke, Nintendo. Danke, danke, danke. So, das hier ist Splatville. Ja, ich kann hier ein bisschen was anvisieren. Und wir gucken uns jetzt mal alles ein bisschen mal an. Hier direkt, wo man spawnt, kann man direkt in einen Laden reingehen. Das sieht nach einem Waffenladen aus. Gucken wir direkt uns das mal an. Der liebe Arti, der hier natürlich auf uns wartet. Hallo? Na, sowas? Hast du sonst wirklich keine Waffen? Nur die eine? Ich würde ja gerne deine Ursche mit weisen Worten über all meine famosen Produkte füllen. Aber für jemanden auf Stufe 1 wäre es womöglich etwas überwältigend. Ich schlage dir folgendes vor. Geh einfach in die Lobby und nimm an ein paar Kämpfen teil. Bis du, sagen wir mal, auf Stufe 2 bist. Dann komm einfach wieder. Okay, da darf ich noch nicht hin. Darf ich schon zu den anderen Gebäuden hin? Zum Beispiel der Kleidung, die vielleicht hier gegenüber auf uns wartet. Gucken wir mal da mal rein. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich da auch erst ab Stufe 2 rein kann. Na, willkommen im Hotland. Willkommen. Aber viel mit Shoppen läuft hier momentan für dich nicht. Jetzt musst du nämlich auf Stufe 4 sein. Steht in der Ladenverordnung. Lauf doch einfach über die Lobby und spiel ein paar Revierkämpfe, ja? Das ist natürlich schlecht, dass wir nirgendwo reinkommen. Hätte ich eigentlich wissen müssen, aber ich jetzt nicht dran gedacht. Daher würde ich vielleicht tatsächlich auch sagen, wir gehen sofort in die Revierkämpfe rein. Und werden, sobald wir Stufe 4 sind, werden wir uns nochmal alles angucken. Ich werde pro Online-Part 2 Waffen zocken. Eine Ausnahme, der heutige Part. Der heutige Part, da werden wir nur eine Waffe zocken, und zwar die Standardwaffe. Aber ab dem nächsten Online-Revierkampf-Part immer 2 Waffen pro Part. Ja, und ich werde, denke ich, mal der Reihenfolge nachgehen. Mal gucken. So, hier sind wir in der Lobby. Willkommen in der Lobby. Hier findest du die Online-Kämpfe und deine Ausrüstung. Wenn du an Online-Kämpfen teilnimmst, steigt deine Stufe und Gates gibt es dazu auch noch. Wofür du das brauchst? Um an die spritzigste Ausrüstung ins Splatville zu kommen. Außerdem werden mit einer höheren Stufe auch neue Kampfmodi für dich zugänglich. Fangen wir an. Schau dir mal den Kampfkocher an und wähle Standardkampf. Starte dann einen Revierkampf. Dein Team muss in 3 Minuten möglichst viel Boden färben. Aber genug geredet. Auf zum Kampf. Ja, Community-Richtlinien kennen wir. Ja, und das kennen wir natürlich auch schon aus der Splatfest-Demo. Hier haben wir auch direkt die erste Waffe. Und jetzt gibt es hier Automaten. Hier gibt es den Mietrichter. Okay, cool. Der Mietrichter will uns einen Tipp geben. Ein Neuling, ab zum Kampfkocher mit dir und versuch ein paar Revierkämpfe. Wenn du ein bisschen gespielt und deine Stufe erhöht hast, geh mal an den Waffen an. Ja, das haben wir schon erfahren. Hier gibt es Snacks zu kaufen. Ah, das ist der Snackladen. Alles klar. So. So, das muss ich jetzt nicht vorlesen. Was gibt es hier? Was gibt es hier? Also das ganz normale, wie man es halt auch kennt. Nicht ganz. 50% mehr Geld aus Kämpfen. Doppelt so viel Geld aus Kämpfen.
50% mehr Erfahrung auskämpfen. Doppelt so viel Erfahrung auskämpfen. Und dann, das ist neu, doppelt so viel Geld auskämpfen für alle in deinem Team. Und doppelt so viel Erfahrung auskämpfen für alle in deinem Team. Wow, das ist neu und das ist sehr cool, dass man auch die Teammates damit unterstützen kann. Natürlich hier diese Booster hier, sage ich mal. Okay, cool. Hier können wir spielen. Versuch dein Glück am Kapsel. Ach gut, kann ich nicht. Schade. Was man da kriegt, weiß ich noch nicht. Des Weiteren kann man hier nichts machen. Dann gehen wir mal kurz hoch. Wir gehen natürlich gleich in Revierkampf rein. Aber ich will mich halt hier vorher umgucken, was hier alles so ist. Weil das war halt im Splatfest eingeschränkt möglich. Sagen wir es mal so. Eingeschränkt möglich. Okay, da habe ich jetzt nichts weiter gesehen. Und sonst, gut, ist alles bekannt, sage ich mal. Sonst ist alles noch aus dem Splatfest bekannt. Hier ist so ein kleiner Bot, den man anschießen kann. Wenn man da in der Nähe A drückt, dann kann man den Bot auch einschalten, dass er auch Tinte losschießt. Oder halt auch Klecksbomben. Auch ganz nice. Gut, dann wollen wir jetzt nicht lang schnacken. Gehen wir in den Revierkampf. Und zwar privater Kampf kann ich noch nicht machen, weil ich erstmal ein paar Revierkämpfe absolvieren muss. Ist nicht so schlimm. Anarchiekampf ab Stufe 10 verfügbar. Ich dachte, ich kann die schon machen, weil ich doch meine Daten übertragen habe. Ja, vielleicht muss ich trotzdem erstmal einen Standardkampf machen. Kann natürlich sein. Senkluft und Aalstahl-Metallwerk sind verfügbar als Maps. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Und dann suchen wir jetzt. Okay, ich bin aktuell auch noch Player. Okay, hier ist es auch so wie im Splatfest, dass man in der ersten Runde noch Player ist. Alles klar. Gut. Dann haben wir hoffentlich gleich noch eine Runde gefunden. Was haben wir als... Ah, wir haben das, dieses Schutzschild als Spezialattacke. Okay, der Kampf beginnt. Unser erster Splatoon 3 Online-Kampf. Wow, sehr, sehr cool. Ich freue mich. Aha, ich bin der einzige Player. Na toll. Ich fühle mich so schlecht hier. Und dann sind... Ach, das ist die Wüstenmap. Oh, cool. Die hatten wir die im Splatfest? Ich glaube fast nein. So, dann wollen wir hier mal alles einfärben. Hier ist auch der Spawn, der zugedeckt ist, weil der natürlich hier für Splatoon 3 Online nicht mehr verfügbar ist. Und dann freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Online-Platz, wo dann auch die Community mit am Start ist. Die Aufnahme heute ist halt... Wie spät haben wir es? 9 Uhr ist es gerade. Die Aufnahme ist gerade 9 Uhr. Ja, normalerweise nehme ich so früh auch nicht auf. Normalerweise um diese Uhrzeit schneide ich immer meine Videos. Aber heute ist es halt ein bisschen anders. So, ich will nicht direkt als Erster sterben. Daher, ich will erstmal einen Kill machen, bevor ich sterbe. So, jetzt bin ich hier ein bisschen konzentriert. Ja, ich bin nicht tot. Ich will so lange wie möglich hinausführen, als ich sterbe. Wie zum Beispiel in so manchen Stunden. Aber was leckt denn das hier? Wow, der, ach du Heidi, der schießt ja noch, nachdem ich den gekillt habe. Das ist sehr schlecht. Aber ja, so wie in Jumpen an, wo man so sagt, ja, man will so lange wie möglich nicht sterben, will ich jetzt hier auch so lange wie möglich nicht sterben. So, gehen wir mal halt darüber. Hatten wir die Map in... Oh, natürlich, das ist unser erster Tod. Wow. Hatten wir die Map in Splatoon 3 Splatfest? Oh, ich bin mir gar nicht mal so sicher. Gut, schießen wir mal nach vorne. Und gehen wir mal weit. Es sieht trotzdem ganz gut für uns aus, unsere erste Runde hier. Vielleicht erreichen wir schon heute wieder eine 4, aber ich würde fast sagen, nein. Ich würde fast sagen, nein. Falls doch, wird natürlich noch die Ausrüstung und so alles im heutigen Part gezeigt. Sonst im nächsten Part. Denn wir werden natürlich auch einen Livestream hier in Splatoon 3 machen. Und zwar heute ab 18 Uhr. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dabei sein. Falls ihr schon Splatoon 3 habt. Wenn ihr noch kein Splatoon 3 habt, könnt ihr trotzdem mit im Chat und generell im Stream dabei sein. Und einfach zuschauen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall, ich freue mich tierisch auf den heutigen Stream. Es wird natürlich noch weitere Splatoon 3 Streams kommen. Für die, die heute noch nicht da sein können. Ich habe jetzt schon aus dem Discord wahrgenommen, dass noch nicht jeder heute wirklich Splatoon 3 hat. Von daher. An sich für nächste Woche, Samstag, ist eigentlich Splatoon 2 geplant. Vielleicht kann ich da auch schon sagen, ach nee, wir machen noch kein Splatoon 2, da ich mach das Splatoon 3. Ja. Was? Ich war noch im Schutzschild drin. Na toll. Egal. Dann auf zur Rückkehr.
Es ist auch irgendwie jetzt ungewohnt, Splatoon online ohne irgendwelche anderen Leuten hier aufzunehmen. Ist schon sehr ungewohnt. Aber gut, ist nur der erste Part. So, das ist dieses Ding, Ich mag die Spezialattacken von Splatoon 3. Über Spezialattacken und so werden wir natürlich auch noch reden. Allerdings würde ich das gerne wirklich im nächsten Online-Part machen, wo dann auch die Community mit am Start ist, um mal auch andere Meinungen zu hören. Weil so manche Spezialattacken hat man ja schon im Splatfest gesehen. Ich wollte eigentlich im letzten Splatoon 2 Online-Part darüber reden, aber irgendwie haben wir es komplett vergessen. Gut, unser erster Sieg. Sehr, sehr schön. Das war eine sehr schöne Runde. Und man kann hier auch direkt dann gleich sehen, wie viele Tode es gab, wie viele Kills man hatte. Hier sieht man, ich hatte 2 Tode, 7 Kills. Nice. Und direkt Stufe 2. Und erstmal müssen wir natürlich unseren Namen machen. Das ist ja klar. Hui, das war dann ein paar tolle Kämpfe. Hey, ist dir aufgefallen, dass manche Spieler coole Namensschilder hatten? Das sind Splashtags und man kann sie ganz an den eigenen Geschmack anpassen. Augenblick. Du hast anscheinend noch alte Daten aus deinem Splashtag. Aber das kriegen wir doch schon hin. An der Skikämpfe spielbar, stütze ich im Kampf. Ah ja, okay, weil ich ja die Splatoon 2 Daten übertragen habe. Da sind die Articards. Ja, nice. Jetzt brauchst du nur noch einen neuen Spielernamen und fertig. Sowas gehört ja einfach zum guten Ton. Wähle doch am Lobby-Terminal einen Namen, ja? Wie möchtest du dich nennen? So, Galaxy Miner. Ist klar. So, alles prima. Wenn deine Spielernamen willst, der ging. Ja, wissen wir. So, 1462. Und? Hey, Glückwunsch zu deiner neuen Stufe. Mit der AD-Karte, die du bekommen hast, winken dir neue Waffen. Schau mal ins Kalmarsenal auf dem Platz. Viel Spaß beim Einkaufen. Das machen wir entweder noch in diesem Part oder im nächsten Part. Aber Waffen kaufen tue ich so oder so erst im nächsten Part. So, hier kann ich jetzt das Lobby-Terminal aufmachen. Und zwar Zeug abholen, Kampferinnerung. Ach, da können wir die Replays uns angucken. Gucken wir uns einfach mal an. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Und wie lange werden die überhaupt gespeichert? Kann ich die überhaupt speichern so? Keine Ahnung. Und wenn ich die persönlich nicht speichern kann, zum Beispiel wie bei Mario Kart, dass man nach 5 Runden für immer speichern kann. Man kann die dann irgendwann auch wieder löschen. Dann halt generell die Frage, wie lange bleiben sie da erhalten? So, wir können jetzt das Menü, okay. Wir können ZR Navigation und wir können vorspulen. Ah ne, mit L kann ich hier vorspulen. Aber das ist. Achso, und dann mit A. Mit A dann drücken. Boah, das dauert sehr lange. Kann ich auch zu anderen. Ja, ich kann auch dann zu anderen rübergehen. Zum Beispiel zu dem hier. Ey, das ist so cool, jetzt erstmal aus anderen Perspektiven zu. Also Kämpfe dann nochmal aus anderen Perspektiven zu sehen. Wenn ich so sage, oh, dieser Spieler, der hat mich da gerade in dem Moment so komisch erwischt. Wie war es aus seiner Sicht? So, da kämpfe ich mit dem. Und da habe ich ihn bekommen. Das ist schon sehr, sehr cool, das so zu sehen. Das ist nice. Alles klar. Gut, dann. Ja, wir können noch. Na ja, gut, Navigation. Zum Highlight können wir. Highlight? Keine Ahnung, was das bedeuten hat. Gut. Wir gehen hier raus und gehen natürlich jetzt in die nächste Revierkampfrunde, nachdem ich am Terminal nochmal kurz war. Weil ich möchte mir das Terminal noch ein bisschen genauer angucken. Statistiken können wir uns angucken. Ah, das sind die Kampfstatistiken. Finde ich sehr, sehr cool, dass man das auch im Nachhinein nochmal angucken kann. Das Code eingeben für irgendwelche anderen Dinger. Da können wir die Splash-Tags machen. Banner habe ich aktuell noch nicht. Titel habe ich auch noch nicht. Das muss man sich anscheinend erstmal freischalten. Okay. Im Splatfest war es ein bisschen anders. Splatfest-Region, okay. Alles klar. Dann gehen wir jetzt hier wieder hinein. Und jetzt kann ich rein theoretisch hier alles machen. Ich will mir mal die privaten Kämpfe schon mal angucken. Einen neuen Raum erstellen. So. Ich will es mir einfach mal angucken. Das machen wir jetzt hier auch. Ich bin sehr neugierig, ich weiß. Raum wird erstellt. So. Rundkampf. Rundgang. Ein aus. Was heißt ein Rundgang? Achso, dass man nach und nach die Maps alle durchmacht. Okay. Option nur Haupteffekte. Okay. Revierkampf, Herrschaft, Turmkommando, Operation gehört für Muschelchaos. Das sieht nicht danach aus, als könnten wir Dreierkämpfe hier machen. Zumindest aktuell noch nicht. Nee, aktuell glaube ich keine Dreierkämpfe. Vielleicht kommt das nach dem nächsten Splatfest. Das kann natürlich sein. Was heißt denn hier Y?
Was heißt denn Y hier? Nee, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Ach so, upsala. Jetzt habe ich meinen Freund. Ach nee, ich will hier raus. Ich will hier raus. Wie kann ich denn jetzt hier raus? Kampfmenü. Raum schließen. Upsala, jetzt habe ich eine Anfrage an die Freunde gesendet. Okay, egal. Wir gehen jetzt in normalen Kampf wieder rein. Und dann bis gleich. Also ich muss sagen, das Runde suchen hat gerade extrem lange gedauert. Also wirklich extrem lange. Das ist merkwürdig gerade, weil das Spiel frisch draußen ist und so. Da stürzen sich doch die Spieler hier förmlich drauf. Allerdings, gerade hat es ewig gedauert. Verstehe ich nicht. Das muss ich nicht verstehen. Also wie lange hat es so circa gedauert? 2 Minuten. 2 Minuten. Oben links steht ja die Anzeige, wie lange man schon wartet. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig gerade. Aber gut. Ja, warum ich gerade auch aufs Nachrichtensymbol draufgeklickt habe. Ich dachte kurz. Ich dachte kurz, dass ich damit vielleicht so Nachrichten an die Spieler im Raum zu senden kann. Wenn man halt zum Beispiel nicht über Discord oder so mit den anderen spricht, dass man so sagen kann, ey, wie in Mario Kart, lass uns noch warten, schöner Kampf oder irgendwelche anderen Anweisungen oder so. Dass man darüber dann ein bisschen kommunizieren kann. Das war so ein bisschen meine Hoffnung. Aber ich habe dann erst später auch bemerkt, dass ich das ja im Splatoon 3 Splatfest ja schon ausprobiert habe. So. Gehen wir mal hier raus. Und versuchen natürlich den nächsten Sieg zu erringen. Das wäre schon ganz nice. Ja. Ich werde wahrscheinlich auch trotzdem. Ich hatte vorhin ja gesagt, eventuell mache ich die Waffen alle nach der Reihenfolge. Ich glaube nein. Ich glaube nein. Ich werde. Oh, nice, voll erwischt. Ich werde nach und nach die. Nicht nach und nach. Ich werde halt mir selber halt dann die Waffen aussuchen. Beziehungsweise, ihr könnt mir natürlich dann auch wieder Waffenvorschläge geben. Noch nicht fürs nächste Mal, sondern vielleicht fürs übernächste Mal. Sobald ich genügend Waffen zur Auswahl überhaupt habe. Und dann muss ich gucken, wie ich das so oder so machen, dass ihr halt wisst, welche Waffen ich noch nicht gezockt habe. Mal gucken, mal gucken. Oh nein, da ist ein Fuchskanon. Ja, gut. Das voll erwischt, was eben angezeigt wurde. Das heißt, dass im Gegnerteam alle gestorben sind. Ist auch etwas Neues, was ich doch ganz cool finde, weil so mit, ja, kriegt man so einen kleinen Flex, sag ich mal. Oder wenn man halt selber voll erwischt wurde, dann ist man so, oh, Mist. Dann weiß man, nicht so gut. Oh, schön. Komm her. Sehr gut. Nein, von oben. Ich gehe mal hoch. Ich kann ja jetzt hier B gedrückt halten und zack hoch. Aber es bringt mir jetzt hier noch nichts. So, das ist sehr, sehr umkämpft hier. Sehr, sehr umkämpft. Den habe ich. Nein, da war noch eine Klecksbombe. Ja, toll. Schön. Nicht. Da ist ein. Ah, die Schutzschilde werden auch auf der Karte angezeigt. Okay. Ich werde mal kurz dahin springen. Das kann man nämlich ganz gut von dieser Plattform aus. Ah, den habe ich nicht da oben bekommen. Schade. Jemand will zu mir springen? Oh ne, nicht gut. Wir sind gerade am Verlieren, aber sowas. Schade. Nein, ich wollte noch mein Schutzschild. Aber gut zu wissen, das Schutzschild, das braucht so eine Sekunde, bis es aufgestellt ist. Bedeutet, sobald ich R drücke, ist man auch nicht gleich safe. Ist auch gut zu wissen. Und die Runde haben wir trotzdem gewonnen. Ja, nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ich habe Auszeichnungen bekommen. Die kriegt man nämlich auch. Revier gefärbt. Und was anderes noch. Das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell weg. So. Natürlich will ich wissen, wie viele Kills ich habe, wie viele Tode. Dazu muss man leider immer zurück zur Lobby. So, 7 Kills, 4 Tode. Ah, ja gut. Alles klar. Neue Effekte. Nice. Aber wir werden so oder so ab dem nächsten Mal... Vielleicht auch schon ab dem Stream heute Abend andere Ausrüstung dann haben, denke ich mal. Das ist gerade sehr, sehr cool, wie die ganzen Leute hier jetzt herumspielen, weil ich ja auf Fortsetzen gedrückt habe. Bedeutet, die eh drinnen sind, die warten jetzt hier auch und man sieht sich somit gegeneinander. Was doch sehr cool ist. Und um das auch mal jetzt mal kurz zu zeigen mit dem Schutzschild, ich stelle es jetzt hier auf und da sieht man jetzt, wie gut... Das ein. Schützt. Wow. Fehler bei der Datenübertragung. Danke sehr.
Also wieder zwei Minuten Wartezeit. Das ist schon nicht gerade feierlich. Oh, wir haben einen Player im Team. Aber ich glaube auch einen Player im Gegnerteam. Kann das sein? Jupp. Und Jojo. Das müsste vielleicht Jojo aus dem letzten Stream gewesen sein. Aus dem Splatfest-Stream, meine ich. Wenn er das ist. Also sei willkommen in der Runde. So. Jetzt waren wir hier wieder auf der Map zocken. Das ist jetzt auch für heute die letzte Runde. Warte, ist das dieselbe Map wie jetzt letztens? Ja, wie die anderen zwei Runden auch. Okay, ist nicht so schlimm. Die Aalbrücke, die hatten wir. Oder, ja, genau, Aalbrücke hieß die, glaube ich. Die hatten wir auf jeden Fall im Splatfest-Stream. Die hatten wir auf jeden Fall. Heute nur drei Runden. Dafür ab dem nächsten Revierkampf-Part wieder, wie gewohnt, sechs Runden. Aber wir sind von der Partlänge halt schon am Ziel. Und ja, so passt das auch. Pro Waffe, die wir ausprobieren, immer drei Runden. Und da wir ab dem nächsten Part dann zwei Waffen ausprobieren, dann insgesamt sechs Runden. Passt doch perfekt. So, wo sind denn hier mal die Gegner? Ich versuche mal da hochzugehen. Warum war das eben nicht einsetzbar? Warum war das gerade nicht einsetzbar? Weil ich da so an der Kante war? Das ist ja doof. Ja, toll. Ja, gut. Da habe ich natürlich jetzt meine Spezialattacke komplett umsonst gewastet. Aber, ja, mein Ziel war eigentlich da hochzugehen, sofort die Spezialattacke einzusetzen, dass ich da geschützt bin und dann die Gegner zu killen. Das war mein Ziel. Aber es hat nicht gut funktioniert. Was ist denn das jetzt? Achso, der hat Tempo-Boost. Ach du Heidi. Mit der Enzep. Ja, Enzep will ich auch noch haben. Allerdings kommt das mit der Zeit. Stimmt, ich habe ja die goldenen Karten. Bedeutet, ich kann mir ja, so wie sehen, dann auch eine oder halt bestimmte Waffen aussuchen, die dann... Kann ich hier rein? Ich bin rein. Ah, dann, toll. Die ich mir unbedingt holen möchte als schon mal Main, dass ich mir schon mal eine Enzep hole. Zumindest für den Stream heute. Zumindest für den Stream. Da kann ich ja heute im Stream noch nicht so viel wechseln, weil ja ich erstmal natürlich die Waffen alle brauche. Und ich müsste mir dann auch wirklich mal aufschreiben, welche Waffen ich schon im Spiel genommen habe, also im Let's Play, und welche noch nicht. Das mache ich mit der Zeit. Boah, dieses Tempo-Ding ist doch schon ganz schön gut, weil dadurch sind die so schnell. Dadurch sind sie unnormal schnell. Ja gut, ja gut, ja gut. Problem ist, dass wir heute dementsprechend auch nicht Level 4 erreichen werden. Vielleicht Level 3 jetzt noch? Bei einer Niederlage weiß ich nicht, ob wir Level 3 noch erreichen. Schon wieder nicht einsetzbar. Mann! Ich wollte schon wieder die Spezialattacke ausführen, aber wahrscheinlich, weil ich in der Luft war. Aber dann dachte ich, naja, wenigstens, dass das dann am Boden so ausgerüstet wird oder so. Aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht. So, jetzt aber. So, hier rein, aber ich muss mich jetzt hier mal raustrauen. Oh, da sind sie, da sind sie. Versuche jetzt möglichst genau... Da ist eine Haftbombe. Mann! Die Runde war nicht so gut, allerdings von den drei Runden, die wir heute gezockt haben, haben wir wenigstens zwei gewonnen. Und das ist die Hauptsache. Okay, ja gut, das haben wir wirklich verloren. Leider, leider, leider. Ich wollte jetzt noch gucken, dass ich ein bisschen was einfärben kann, aber ich glaube, selbst das hätte nichts gebracht. Das hätte nichts gebracht. Naja, egal, egal. Und wie gesagt, heute ab 18 Uhr Livestream. Freue ich mich drauf. Die nächste Splatoon 3 Aufnahme wird wahrscheinlich am Sonntag 14 Uhr sein. Also, schön auf den Discord gucken. Wenn ihr auf dem Discord seid, da werde ich das vorher ankündigen. Und nicht mal Level 3 heute erreicht. Egal. Alternativ, ja, müsst ihr halt gucken in Splatoon, ob ich online bin. Wenn ich online bin, könnt ihr mir natürlich jederzeit hinterher springen. Das ist ja klar. So, jetzt geht es hier wieder raus. Menü auf zu den Waffen. Auf zu den Waffen. Denn da können wir schon mal bei Arti jetzt wenigstens vorbeischauen. So. Aber was sehe ich denn da? Du sammelst 12 Vintage-Waffen. Faszinierend, faszinierend. Doch hier im Distrikt Splitville ist da ein kleines Update vonnöten. Du weißt allerdings, dass du erst Arti-Cards benötigst, um dich bei mir mit der neuesten vom neuesten einzudecken, oder? Ja, eine haben wir schon. Und 5 Goldene. Arti-Cards erhältst du durch Betreiben von Kämpfen, durch Erhöhen deiner Stufe oder schlicht, indem du mit einer Waffe besonders gut kämpfst. Nanu, was sind meine schutzbebrillten Glubscher? Eine echte Gold-Arti-Card, wie sie nur eine wahrhaftige Sammelnatur je ergattern könnte. In diesem Fall gewähre ich dir mit ausgemachter Freude einen weit größeren Zugriff auf mein Sortiment. Glückwunsch und viel Spaß beim Stöbern.
Mein breites Sortiment ist übrigens noch mehr in die Breite gegangen. Viel Spaß beim Stöbern. Oho, du darfst nur eine neue Waffe verwenden. Suche einfach nach Kleckser. Wünsche viel Freude. Ob Erstklecks, Kleckser oder Tabellenchamp. Die kinderleichte Handhabung und das sagenhafte Potenzial des Klecksers reißen einfach jeden mit. Und dies ist das allerneueste Modell der Waffe. Ja, das sind jetzt hier die ganzen Waffenbeschreibungen, die jede Waffe hat. Allerdings werde ich die in Zukunft nicht vorlesen. Teilweise werde ich die auch nicht einblenden, wenn ich zum Beispiel im Livestream mir eine neue Waffe kaufen möchte oder so. Oder kurz zur Arti gehe und dann kommt mir hier die Beschreibung an. Dann ist das halt im Livestream und nicht im Online-Part. Daher, weiß ich nicht. So, kann ich das ZR schneller hier, zack. Man kann es leider immer noch nicht komplett überspringen, schade. Aber gut. Gut, dann haben wir es jetzt wenigstens gemacht. Die ersten drei Waffen können wir direkt schon mit normalen Artikards kaufen. Aber ich möchte halt nach einer Insep Ausschau halten. Und zwar die könnte ich kaufen mit Tank und der Halfbombe. Aber ich möchte meine rote Insep mal gucken, wie die ist. Von Spezialattacke und so her. Ja, gucken wir mal. Wo ist die rote? Können wir alles mit einer goldenen Karte holen. Und wir haben 5 Stück davon. Also wir könnten uns 5 normale Waffen jetzt kaufen. Egal auf welcher Stufe man die erst kriegt. Was? Es gibt keine rote mehr? Entweder wird mir die jetzt nicht angezeigt. Oder es gibt keine rote Endzip mehr. Aber die muss es doch noch geben. Oder kommt die ja später dazu? Da bin ich jetzt so verwirrt, warum mir das nicht angezeigt wird. Dann werde ich die normale Endzip schon mal kaufen. Weil Endzip, ich liebe Endzip. Daher möchte ich die jetzt kaufen, tauschen. Beziehungsweise, ja, tauschen halt. Und erstmal noch wegstecken, aber dann haben wir die schon mal. So. Ich habe noch 2. Achso, man kriegt 3 Artikards, nicht 5, sondern 3. Was könnte ich mir noch holen für eine Waffe? Vielleicht eine schöne Doppler. Die Quadhopper Nürn mit... Ja, die holen wir auch noch. So, dann sind das die beiden Waffen, die ich noch jetzt zusätzlich gekauft habe für den Stream heute. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Online-Part wieder. Oder im Livestream oder im Story-Part. Wie auch immer. Rang B-Hund. Achso, ja, den Rang habe ich natürlich jetzt auch schon übernommen aus Platoon 2. Aber dazu dann mehr dann im nächsten Rangkampf-Part. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.